vor genau 29 Jahren haben wir angefangen mit nur meiner Frau, ein Lehrling und ich. Wir waren direkt ausgebucht. Innerhalb einer kurzen Zeit, bis Dezember so, hatten wir schon um die 12 Mitarbeiter, weil die Nachfrage so groß war. Und wir haben echt hier in Essen ein bisschen Power reingebracht, weil die Leute, die kamen ja immer so ein bisschen traurig am Kopf. Und dann haben wir dann ein paar Filialen aufgemacht, aber das geht alles nur mit sehr, sehr guten Mitarbeitern. Wir haben das Glück, dass die 41 Mitarbeiter, die wir haben, sind nur 5, die nicht bei uns gelernt haben. Und das ist, meine ich, ein sehr großen Plus für den Erfolg. Unsere Mitarbeiter sind lange bei uns und dann wachsen wir zusammen. Ja? Sie verstehen unsere Philosophie, die finden das auch gut, sonst würden sie auch nicht so lange hier bei uns bleiben. Und ich denke, wir sind keine schlechten Chefs. Mehr als 4 Geschäfte will ich gar nicht. Diese Qualität kann man nur halten, wenn man nicht so groß ist. Eigentlich wollte ich nie Friseurin werden. Nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass das doch das ist, was mich erfüllt. Sie kriegen eine sofortige Belohnung in unserem Beruf. Nach 2 Stunden maximal ist die Kundin, sie guckt in den Spiegel und lacht sich an. Das ist nicht für die Kundin nur gut, auch für uns.